Hey Lytles, Weile wieder am Rohr und es geht weiter mit The Witcher 3 The Wild Hunt. Zurück bei Geralt of Rivia und seinen amorösen Abenteuern in den nördlichen Königreichen. In der vergangenen Episode haben wir für die Kira Metz, die ehemalige Beraterin vom König Foltest auf Temeria, eine Kleinigkeit auf Fyke Isle erledigt. Die Tower Full of Mice hat die Quest geheißen und sehr tragisch, sehr traurig, sehr gruselig, sehr grauslich. Wir haben es zwar zum keinem Happy End gebracht, aber zumindest zu einem End, das wir überlebt haben am Schluss. So, die Main Directive, die Hauptdirektive ist nach wie vor, den Werwolf, der die Whispering Hillock irgendwie bewacht, umzuschneiden. Das hat das letzte Mal überhaupt nicht funktioniert, sowas von gar nicht funktioniert. In der Zwischenzeit sind wir aber mindestens ein Level gestiegen und jetzt schauen wir uns das noch einmal an. While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the Wild Hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that always lost, until Kira gave him a new lead. The Crimes of Crookback Bog. Ich mag Crookback Bog. Das spricht dich lustig aus. So. No Swallow. Wieso sind die... So ist denn das eingestellt? Wir haben Grapeshot. Keine Ahnung woher. Kann mich nicht erinnern. Aber wir haben's. Das ist gut. Und jetzt gehen wir, also jetzt werden wir gleich bei Runde meditieren, da herin. Da hinten ist schön warm und gemütlich. Damit wir wieder ein bisschen was zum Heilen haben. Und dann werden wir wieder aufbrechen zur. Wie ist es? The Whispering Hillock ist mit Level 5 Anzeichen, wir sind auf Level 7, also wenn sich das nicht ausgeht, weiß ich es ja nicht. Zwei Level drüber. A word with you. Hey! Ask a service of the Witcher, the Pelamost. A witcherly service, that's to say. Shut up, the what do you need? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Forefather's Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls, too. We've the circle to protect from these wretches. Vorfahrt Siv, what's the point? Was ist der Vorfahrt Siv und was macht er genau? What's the point ist vielleicht ein bisschen abwertend gefragt, aber hey. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. Aha. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefather's Eve. Ja, sicher, Perla, oder? Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You not refuse, the Perla knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Weißt du, das ist on timer. Jetzt ist es 1:30 am Nachmittag. Fyke Isle ist. Wo ist Fyke Isle? Fyke Isle, Fyke Isle ist da unten. Das ist relativ weit weg. Wir werden jetzt mal noch mit Korps reiten. Dort unsere Waffen reparieren. Weil ich davon ausgehe, dass die schon wieder ziemlich im Eimer sind, oder? Wie weit sind wir denn mit dem Schwert? Ne, 5 oder 5, das ist ja zu kurz. Wo sollen die Kohle hernehmen? So, also erst einmal noch mit Cops. Da wohnt der lustige Schmied mit der Gabrielle, if I'm not mistaken. Also der sponsored by the one-handed auto-cranked Gabrielle. To have the first shot and the last word. Da drüben ist mit Cops. Das ist ein very, very catchy Sales Pitch, den er da hat. Den hat man echt auswendig gemerkt. Das ist mit Cops. Yes, it is. Indeed, Pete, indeed. Danke, Roachie. Kannst du das essen gehen? Ich geh dabei zum Schmied.
Mr. Schmidt. You ain't safe unless you got a Gabrielle. The auto-crank one-handed Gabrielle ensures you get the first shot and the last word. Ah, zack, let me have a look at your stock. Jetzt verkaufen wir mal ein bisschen was. Das Schwert zum Beispiel, die Hand, schon da noch irgendwas sicher. Oh, gut. Es geht. Geht auch weg, geh weg. Und jetzt reparier mich. Repair my stuff. 112. Gut, jetzt bin ich wieder arm wie ein Kirchenmaus. Und der Händler freut sich, dass ich an die Kohle von so long. Anus einpust. Da gibt es aber noch einen normalen Händler und ich hab noch diverse andere Sachen zum Verkaufen. Wo ist denn der? Ah, das ist er eh. Woodchuck and Merchant. An amulet, azure, some tortoise shells. Die Shells bitte. Mit Ketchup. Show me where's. What else you have on offer? Corpse teeth and kidney stones. Tried remedies for trying times. Ja, der auch mit einem guten Sales Pitch. So, weg, 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 weg. Ja, jetzt bin ich auf 100. Das ist ja unglaublich erst. Sonst noch irgendwas verscherbeln an den Kollegen. Bier brauche ich noch. Aber überhaupt nichts mehr zum Saufen. Null Zeig. Ist ja fürchterlich. Ist ja arm wie eine Kirchenmaus. Ich bin. Farewell. So long. Bye bye. Und von dort gehen wir jetzt. Wohin haben wir gesagt? Wir direkt nach Falk Isle flutschen. Noch voll geil, oder haben wir in der Nähe noch irgendwas zum erledigen? Quests. Level for a friend. Das ist die Defender of the Faith. Vorfassiv ist Level 7, das passt mal genau ins Konzept. Auf Level for a friend wäre die Kira Metz. Das ist die, nachschauen, wo ihr Zeig ist. Die Lieferung, die Pantenkämmer ist. Oder Mirakämmer ist. Guck mal, eigentlich, mach mal, das schieben wir noch eine, oder? Sicher. Ist nicht so weit weg, einfach nach Norden. Go north, young Witcher. Aber nicht notwendigerweise dort durch einen Schweinestall, sondern. Master Witcher, there's an elven burial ground in the caverns near about to meet up. You won't be as cocky once the Baron's men whip your arse. Was ist mit dir los, du Vollpfosten? Ich tue nichts anderes wie euch helfen die ganze Zeit und wird die ganze Zeit beschimpft dafür. Wichser. Galoppel, Galoppel. Ich hau mich auf die Koppel. Da vorne noch einen herrenlose Pferde. Na, sind keine herrenlosen Pferde. Die spawnen nur eine. Schwert raus. Ihr seid doch sicher Banditen. Natürlich seid ihr Banditen, ich werde jetzt mal ordentlich vom Pferd aber schnupfen. Hey, Arschloch! Shut up and fight! Shut up and dance! Daneben. Aber dich kriege ich. Jawohl, dich auch. Na? Aber dich! Ja. Kill if you love the gods! Das ist mal eine Ansage. Das war nur die Kniescheiben, ein bisschen dort durchs Gebüsch. Das ist zu weit weg. Aber dich! Na, dammit! Und. Chop! Gott, ich bin so ein geiler Kavallerist. Das war eher mächtiger als mächtig. Er trat sich immer so komisch auf die frische Seite. Ja, war das ein entscheidender Kampf, wo der Feind kommt? Aber oh, den krieg ich. Ah, dammit. Vorne, Leukern! Jawohl. Fuß ab. Kopf ab. Jetzt hoffentlich viele schöne Sachen zum Looten.
beziehungsweise Körperteile. Smoking Pipe und Blunt Eggs, das sind alles Sachen, die man verscherbeln kann, aber wenn man es nicht direkt brauchen kann. Ein Dumper, super, Dumpling, Knädel, jawohl, Kaspris, Knädel und Leichenteile. Hauptsächlich mit Äxten gearbeitet, die Kollegen. Bloody hell, hat der einen riesen Schnitt durch die Bieren? Nämlich da längs noch? Jo, Alter, die Bieren nach oben gespalten, da kannst du das Hirn rein schauen. Es ist ja widerlich, es ist widerlich, widerlich, widerlich. Rutsch, das ist uns grausig, wir gehen. Also die Blood and Gore Engine ist ziemlich gut. Irgendwo. Ja, das ist richtig. Wir sind da komplett richtig. Whoa there, Roach. Was ein Trainer? Relativ weit weg. Na, sind's nicht. Außer mit Schwert und auf mit lecker Trainer Oil. Also Necrophage Oil. Oh, was ist das rote Zeug? Bis wir dann wieder beim Werwolf sind. Wow, what the heck? Gitti gitti. Au! 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 Mein Gott, das ist von Drowners aufgemacht oder was? Schau dir die Kacke an! Ja unglaublich heißt. Irgendwie glaube ich, dass mein Silberschwert einfach nur scheiße ist. Mittlerweile. Glaube ich das wirklich. Kommt da nämlich gegen überhaupt nichts mehr an. Das ist unglaublich. Der nächste Haufen Trainer und mein Swallow ist schon wieder geil. Ich schmeiß mir nochmal einen Grape Shot in die Fresse. Ausgerutscht! Ausgerutscht! Ich habe ja echt gegen Drowner-Probleme. Man, sie fallen natürlich sehr lustig auseinander, das muss man schon sagen. Außerdem haben wir was zum Essen. I can regen. Knäuel und Händel. Also Drecksau haben wir noch, wieso ist das Bier auf R? Show me what you got. Mach den Spagat, Arschloch! So, das sind noch andere Sachen zum Looten. Was ist das? Florence in a sudden mode. Wow! Upsi. Nein, ich brauch ein anderes Schwert, das hat keinen absoluten Sinn. Braucht da eine halbe Stunde gegen einen Trainer, das ist ja. Ja, abartig. Wirklich
Dunkeloptik. Also was war das jetzt für die Sodden Note? Hups. Dear Vessi, we couldn't afford to pay for ourselves and Patrick, so we've sent the young lad to you. I know things are tough your way too, yet you've 3 tags of your own, so know that if I didn't have to, I'd not ask this of you. But here in Valen, well, you wouldn't believe it if I told you. Please care for Patrick like your own son. Well, we'll come back for him soon as the war's over. 1,000 thanks, Hannah. P.S. Patrick's got a sack of coin in his bags, enough to pay his guide, what we agreed on. You shouldn't have to add anything of your own. P.P.S. Patrick's afraid of the dark. If you can, leave a candle burning by his bed. Mei. Es wird heute der Patrick da tot liegen, nicht? That's Valenfeuer. Na, aber Kind, sieh ich doch keins. Knight's Gauntlets and Tracker Boots. Noch einmal Tracker Boots. Eine Weile. Highwayman's Note. And they say crime doesn't pay. Ha! Never heard greater fucking rubbish in my life. It pays like fucking mad. We took so much loot from that old sword that we don't drink it up all in a year's time. Not even if we down Mahakaman's spirit like it's water and chase it with dry white from Buclair. Some might blather nonsense about the gods punishing us and whatnot, but I'm too old to believe in fairy tales. Well, next stop, Novigrad. We'll sell what we took and live like kings. Oder Annette! Oder ihr verwest am Strand? Doch, das ist ein Kind. Das ist der Patrick und er ist pretty dead. Ach Gott. Wie gesagt, das fehlen vorher. Mein Gott, die Maus zuckt schon wieder völlig aus. Was zum Trinken immer gut. Noch einmal Dwarven Spirit, am besten noch einmal Dwarven Spirit, bitte. Was denn? Ein Ohr. Okay, mehr ist da nicht, aber ich brauch schon wieder. Ich brauch schon wieder Swallow, wir müssen schon wieder meditieren. Stunde. Jetzt, wieso ist das blöde Bier in der... Ah ja, plus 4 wird ein Arches Gambeson. Den nehmen wir jetzt. Den nehmen wir auf jeden Fall. Er lasst aber cooler ausschaut. Und die Hunch. Sind besser für die Resistenzen. Nehmen wir auch. Schauen zwar scheiße aus, die Schuhe. Ziemlich gleich mit besseren Resistenzen und die sind schon mal, die sind noch viel besser. Ist gekauft. Passt, ja, na, alles was uns was bringt, bringt uns was. Schön gesagt, Blackadder, schön gesagt. Aber? Achso, warte mal, ich wollte das Bier aus dem Inventory nehmen, das braucht man nicht da. Jetzt, geh weg. Bist du bitte weg? Oder automatisch kriege ich nicht weg. Ich glaube, die oberste Priorität ist, besseres Silberschwert zu finden. Das ist nämlich offensichtlich scheiße. Ich will die Werte gar nicht sehen, oder? Will ich sehen? Will ich sehen? Du bist. Dann jetzt bis 100 ist gleich so schlecht, kann es dann auch wieder nicht sein. Ah, das ist irgendeine besondere Pflanze, glaube ich. Bladmoss. Wahrscheinlich nicht so unrar. So, was haben wir da? Tracks. Wide, heavy wheels, a merchant's wagon.
Ist nur die Frage, aus welcher Richtung ist der Kämmer? Wir gehen in die falsche Richtung oder gehen in die richtige Richtung? Und den looten den kaputten, schaut ganz so aus. A letter from Nilfgaardian's wife. Lesen wir doch gleich. Dilvin, I lost my father and brother in the last Nordling War. Please come back to me, for I'm afraid I'll lose my husband too. Now little Beatrice will lose her father. I know the punishment for desertion, but I also know how some men have made it home unscathed. We'll hide at Ethan's farm. You'll wait out the war in peace there. I pray for you every day, Alvin. Und ist geschnappt worden. Und da hängt Und die Little Beatrice, oder wie sie heißt, hat jetzt kein Papa mehr. Gratuliere, gut gemacht, Frau. Ah ja, da kommt er einmal vom Weg ab. Und wie immer, der psychosomatische Rot, sobald ich mit zum Computer sitze. Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. Nope, it doesn't. Aber warte mal, ich hab ja noch einen Knödel. Noch hab ich nicht, wo ist der Knödel hin? Knödel auch schon gegessen? Das aber auch. Das sind Andragas. Gegen Andragas haben wir was. Und was haben wir gegen Andragas? Das nicht, das auch nicht, das auch nicht, Hybrid, nee, Beast, nö, Vampire, negativ, Necrophage, na, Spectre, na, wir haben nichts gegen Andragas, naja. Weg kommt Andragas, den muss ich eigentlich normal umbringen. Oder sie bringen mich um. Ja, jetzt sind die weg, ist die Frage. Sind wir schon hier? Wirklich? Ah, das wird nicht entfernt. Allerdings, da vorne grunzt auch was. Ist das? Das ist eher was Nekrophagisches, ja. Necrophage, I suppose. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. An empty bottle. Yeah, hooray! What is this? Leftovers, cuts of meat, cut of lepus. Wonder what spell requires that. The Sickle of Gwen, sehr gut. Narco Chest. Zuerst einmal das Zeug da looten. Water, großer Deck, kann man immer brauchen. Human. From an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Package for Kira. Package still intact. Don't sense anything magic, though. Wonder how Kira will explain this one. Jetzt gehen wir aber trotzdem noch dem Blut noch. Wer weiß, vielleicht kann man ja wieder retten. Ah, na, kann man nicht. Kann man nichts und der Rot Fiend ist Geschichte. Und da ist der Merchant. Hid and waited for help. Ja. It never came. That's Velen for you. That's Velen for you. Missing Merchant's letter. Volka, we've hit gold, our old friend. Not only have we sold all our stock, we have sold it for 3 times its cost. Our customer wants it all. Wine from Beauclair, everything from Beaujolais Nouveau to the oldest vintage white, red rose, you name it. Cut of lettuce and meat, pickled beef, pepper, cinnamon, cloves. I'm telling you, old friend, everything. There's one catch, however. We must deliver the goods to Velen, to a village called Midcops. I know, dangerous, what with the war and all, but think of the coin I've managed to secure at pass that will get you across the Ponta. Then it's just a hop, skip and jump and you're there. You'll be fine, Klaus. P.S. He'll split the proceeds, we'll split the proceeds
50-50. Und das braucht man nicht mehr tun, weil die eine Hälfte ist tot. DHHT, es wird Abend. Wir gehen jetzt in Richtung Fike Isle. Fike Isle. Na, das war eigentlich nicht, was ich wollte. Ich wollte eigentlich genau Vorfall, dass Eve einstürzt. Na, werden wir dann auf Fike Isle ganz dringend noch einmal. Oh shit. Auf Fike Isle. Shit. Hab ich mir schon gesehen. Go. Ob ich das nicht wieder bereuen werde? Wahrscheinlich schon. Ganz sicher sogar. War nicht so schlimm. Enträger sind offensichtlich nicht ganz so grauslich. Aber da sind noch mehr, gell? Nicht den Tag vor dem Abendloben. Mutagene gibt's hier. Die beschützen was und das will ich haben. An. So, jetzt müssen wir leider unterbrechen, weil es an der Tür klingelt. Aber wer auch immer da an der Tür ist, kann wahrscheinlich bei der Aufnahme mitmachen. Die Post ist da, die Post ist da, ich bin da, wenn ich sehe, Postillon. Man sieht ganz genau, der Fosching. Der Fosching ist im Laut. Wieso greifst du in mein Postkastel? Weil ich wissen wollte, ob meine Tochter dir, ob sie schon angekommen ist. Das ist, ich hab vor zwei Tagen war ich bei Postkastel, da war das noch nicht da. Jetzt habe ich so reingegriffen und. Ja, aber es ist sonst nichts drin, oder? Also ich glaube, man kommt normalerweise dir vorgreifen. Nein, da kann nicht viel drin sein. Gut, weil ich gehe lästern am Loser, was auf der. Oh, Karte warte mal, sag Hallo zur. Hübsche Dame, hübsche zur YouTube. Ist sie hübsch? Sagt's mir's in 3D bitte. Was? Wer? Wen? Die Dame hinter der Kamera. Das ist ein Typ mit vielen Armen in der Fresse. Wenn du weißt, wo die Haseln, wo die Schneehühner schon runtergingen wegen dem Klimawandel, sagst du was? Das ist übrigens der Viktor Hirzecker und er steht was, offensichtlich auf dem Fosching. Ja, ich kenne schon lange, so ist das. Und hast du noch ein Soda-Stream? Ich geb die, klar, hab gesagt, ich soll die Abo geben wieder, wo ich es hergehabt habe. Magst du das nicht mehr oder was? Sind die voll? Das ist ein Lava. Ach so, nein. Und was sagst du? My Little Lama mäßig. Also, da dafür geschlagen kann ich es nicht. Ich wollte mich nur verschönern. Wer? Die Tochter, wie ich am Divan geschlafen habe. Ist die Kleine da? Wie ich am Divan geschlafen habe, hat sie mir einen Zopferl. Ist sie da, die Kleine? Hat mir einen Zopferl geflechtet und hat gesagt, das sind My Little Lamas. Nein, leider nicht. So, okay. Ich habe lange hast gesehen, so schauen die Leute bei uns aus. Und jetzt. Nicht schrecken, Leidels, nicht schrecken. Das ist der Fosching am Land, hinterm Berg. Ja! Das hat jetzt eher nach einer Drohung geklungen. So, alles Liebe und ich muss das im Grundwuschen aktivieren. Gut. Oh, Scheiße. Ciao, Feier. Schau mal, Alpenvereinsgarten. Lesen, weil in der Mitte. Was du bist mit der Alpfach? Achso, du bist der Alpfach.
Und er kehrt nur dir! Ciao, fei! Ein lustiges Intermezzo. Ich hasse den Fasching. Aber hey, wenn die Leute drauf stehen, es ist ja das Problem, dass wie bei so vielen anderen traditionellen und uralten Brauchtümern, Brauchtumselementen, nicht zählt, was eigentlich der Inhalt ist, sondern die Gelegenheit, was zum Saufen. Das gilt natürlich nicht für den Victor, weil der Victor, den macht es einfach, dem macht es Spaß. Und ich glaube nicht, dass er so viel trinkt. Aber für 99,9% der Population sind so Sachen wie, was weiß ich, Skiflug-WM oder Weihnachtsmarkt oder das Krampelspiel oder der Fasching oder irgendein anderer alter Brauch. Eigentlich nur dafür da, dass man sie zusätzlich niederschwaben kann, eine Entschuldigung für den Vollrausch hat. Und das ist auch Grund, warum ich solche Sachen, solche Gelegenheiten hasse wie die Pest. Wir waren gerade beim Enträgerschlachten. Bevor der Herr Hirziger käme, ist das, was wir garantiert drinnen lassen im Video, weil es lustig ist. Ich sehe die Dinger relativ schlecht, die sind relativ gut getarnt. Au, 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 au! Wenn sie reinhauen, dann aber mit Imbrunst. Wow, jetzt habe ich aber gescheit daneben gehabt. Ich muss meine Heavy Attacks besser. Oh, der giftet. Shit. Was der mal gegen Gift? Bier trinken? Noch einen schon angesoffen. Geralt. Ist aber nicht gerade trinkfest. Hoffentlich macht der grüne Rauch nicht auch noch extra Damage. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Das ist ein Draeger Warrior this time. Show me what you got. Verget. Ziehst du bitte dein Schwert, du Idiot? Wo ist denn das Teil da vorne? Oh, das ist was Größeres, ja? Enträger Warrior. Au! Gift ist ungut. Au! 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 Damn it! Oh fuck! Das war knapp. Okay, Warriors offensichtlich wesentlich stärker. Was hat er jetzt gemacht? Handschuh kriegt. Und gut, jetzt schauen wir nochmal, was da gibt und danach werden wir sofort wieder meditieren. So, Sunbeam Brigand und must prepare Golden Oriole. Super, ist nur die Frage, was das ist. Nessa Morana, Runestone. Irgendwas schaut nicht danach aus. Aber da haben wir noch Skelett. Dwarven Spirit, ja genau. Jede Leiche hat sicher was zum Saufen mit. Da haben es mehrere probiert offensichtlich. Headshot. Und schnell meditieren. Und Mitternacht sind wir auf Falk Isle sein, so viel steht fest. Thank you.
Frank Isle ist ein Stückchen entfernt, if I'm not mistaken. Ah, noch einmal kaputte, viel kaputte. Ah nein, das sind die toten Enträgers. Idiot, so ausschaut, als wären das. Und die Rüstungen. Wettgefärbelte Rüstungen. Come on! Das ist semi, das geht sich wieder aus bis Mitternacht, oder? Ich finde allein das schon charmant, dass wir da jetzt hinreiten und wirklich unter Zeitdruck geraten, in a way. Wenn ich quick traveln würde, würde zwar auch Zeit vergehen, aber es hätte bei weitem nicht den Effekt, wie es die physische Reise hat. Wenn sie mich fragen, das war wahrscheinlich der falsche Weg. Wir können nur einzeln verkaufen, oder? Verkaufen wir noch ein bisschen was? Mr. Merchant, Sir, nimm mal ein bisschen was von dem Dreck. An Amulet, a bazaar, some tortoise shells. Weder noch. What else you have on offer? Corpse teeth and kidney stones. Tried remedies for trying times. Na. Also, wir verkaufen den Testzeug. Genau, so Sachen verkauft man Händler. Und die ganzen Waffeln, die wir haben, verkaufen wir an Mr. Gabriel, mein Lieblingsschmied. So long. Er hat direkt um die Ecke gewohnt. Und echt lang offen hat offensichtlich, aber auch die kein Problem. You ain't safe unless you got a Gabrielle. The auto-crank one-handed Gabrielle ensures you get the first shot and the last word. Ja, shut up the fuck, you must, wie Captain Yoda sagt, und jetzt reparier's. Need something crafted. Repair my stuff. Der Scheiß da, ja. So, wir verscherbeln viele Dinge. Jetzt gibt's einmal Kohle für mich. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht. Weg damit. Von wegen, wir machen Kohle, ja. Ich reparieren wir schon wieder Scheißteil. Aber man darf nicht vergessen, ich habe ja auch ein neues Zeug, das von Haus aus ziemlich beschädigt war. Ja genau, sei. Ja, was? Schupf mir nicht durch die Gegend, du. Blöder Schmied. Und wir meditieren noch einmal eine Stunde. Hoffen, das Pferd noch da ist. Ja, ist es. Und dann aber mit Imbrunst nach Falk Isle. Schnell. A cloud must have burst. Das war die richtige Richtung. Wir nehmen genau das Schiffel. Hey there. Das ist glaube ich die Drowner Furt, wie ich sie nenne. Oder nicht? Hat irgendwie ziemlich unbekannt aus da. Das ist nicht die Gegend, wo der Tode hängt, oder doch? Das wird die andere sein, ich bin nur von der anderen Richtung, oder? Da drüben soll irgendwo das Schiff am Ufer rumstehen. Was stammel ich jetzt so? Hat der Fick da wieder so aus der Spur gehauen, schaut's aus. So much fashing at once. Das verbrockt einfach bei hier. So. Und puste in die Segel, bitte! Halber nein! Und wir sind am Weg. Aufgewühlte See bei starkem Wind.
bin noch wie vor, weiß ich nicht, ob das das Meer ist. Dass da sowas wie eine Fjordlandschaft wird oder ob das ein riesiger See ist. Doch, war das voll geil. Der sowas wie eine Seenplatte produziert. Da ist ein Schiff herum. Offensichtlich haben da die anderen für den Vorfall des Eve auch schon angelegt. So, passt. Damit der Schwimmer ist kein Problem, da gängen schon Leute. Gehen die schon wieder heim oder was? Nein. Hey, Peasant, wo ihr gehen? Peasant? Peasant? Ski Peasant, schauen alle gleich aus. Komisch ausgeschaut. Ah, da geht's schon. Der Witcherly Quest. Entschuldigung. Das heißt, du in der Mitte bist der Perler, nehmen wir mal an. Was verhorzt ihr da? Hey Pella. I'll be back. Was heißt I'll be back? Give us a rest. Ach so, die. Ja, okay. Gut, dann gehen wir dabei ein bisschen die Gegend durchstöbern. Nur wir pflücken und Stuff. Wir sind echt um Mitternacht erst da, sei. At midnight, ja. Wir haben ein bisschen Tomb Raiden dabei. Hat noch nie geschaut. Skellige Gambeson. Da wohnen Skellige in der Gruft. Was kann der? Der hat gar nichts. Ob es mehr Grüfte gibt. Der Mob schaut komplett gleich aus. Bisschen billig, sieht die Red. Und das ist das Stone Circle. Und ich werde mit irgendeinem Peller sitzen und mit irgendeinem Peller. Moment, irgendwas hat da gleich. Ja, yeah, Blümelein, was bist du für eine hübsche Blume? Helle. Boah, Petal. Tschüss! Tschüss! Setzen wir in See, Sterben nimmt, meditieren bis genau Mitternacht. Warte mal, bevor ich meditiere, kommt die eigentlich fertig regenerieren. Genau. So. Und jetzt. Auf das hat jetzt passt. What comes next? What's life besides? Greetings. Just in time. Na, eigentlich viel früher. Behold the one who will protect us. You needn't fear. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help, some will be. From these, you must protect us. Evil creatures keep okay. At bay. Keep at bay till the ritual's done. Let's start. Begin. Keep us from harm and let them not disturb the circle. Okay. Ich schätze mal, wir werden es mit. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Spectres zu tun haben. What is this life? Well, you know. Fleeting torment, there we go. What comes next once life subsides? Man, his own fate decides. Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're harried. Will ye grant these souls reprieve? We're prepared to end their grief. Let's begin Forefather's Eve. Da kommt was. Und wir brauchen gegen meine ursprüngliche Erwartung Necrophages Oil. Ah, sehr gut. Warte mal. Fällt mir ein. Wir hätten können ja steigern. Wir vollpfosten. Thank you.
unglaublich. The Gale. Ever caught in this world's thrall. See this sign, wow, gentle Vortex, pale. Ye we summon, ye we call. Ye we summon, ye we call. A sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the spell of night. Burn the incense ever high. Ow, ow, ow. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. That stench. All is right. What is the darkness loom? Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. All shit! All is loom. What means in the darkness loom? Ye who wander on the gale, ever caught in this world's thrall, see this sign. Leck mich am Arsch! Ah! Es ist ja wirklich zum Kotzen. Oh Mann. Das ist das Terrain, aber auch nicht super optimal da. Gott, das sind peinliche Leistungen, jagt peinliche Leistungen in dem Spiel. Es ist ja auf dem Schwierigkeitsgrad echt fast saftig für mich. Ich bleibe aber trotzdem dabei. Ja, wer meckert, der wird bekleckert. What is this life? Well, you know. Rage Management, bla bla bla, Burst Focus. Dieses Maximum Toxicity, brauchen wir nicht. Na, wir nehmen Strength Training. What comes next once life subsides? Man is own fate decides. Soon will rise thy dead, thy buried. Ich bin ja richtig nervös, ich mache mal einen Speicherstand. Oh. Geht nicht. Will ye grant these souls reprieve? We're prepared to end their grief. Bla bla bla. Let's begin for Father's Eve. Und los geht's. Ye who wander on the gale, ever caught in this world's thrall, see this sign, gentle pale. Ye we summon, ye we call. Ye we summon, ye we call. A sound of the spirit breaks the spell of night. Burn the incense ever higher. Once the orb booked. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is gloom. Something whispers, something peeps. Ow! Someone good say fix. All is quiet, all is gloom. What means in the darkness gloom? What a ray. Ye who wander on the gale, ever caught in this world's thrall, see. Ah, what the heck, down. Und jetzt kommen die nächsten, oder wie? Das haben wir gut gemacht! Hark, a sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Ghostly woes. Should I drive him away? Who are you? Das wird mal der Bella hoffentlich sein. Should I drive him away? I've come for you, Patrasan.
be gone, foul force. I cast upon you the what light of the eternal fire. Shit, Hexenjäger. Abomination! Stop this at once! The errant souls! We must help them! Silence! I'll not tolerate necromancy. Das ist ein Necromancy, du Idiot. Okay. Leave them alone. Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take him and disperse the others. Stopp, hab ich gesagt. Inventory brauchen Hangman Oil. Hangman's Oil. So. Leave not these grounds. Ye cannot break the circle. Ow. Not too late to surrender. Let's do this quick. Der Bella tut auch mit. Das waren doch drei. Blood has stained the hallowed ground. We cannot stop what has begun. What are you thinking? The bloodshed, it do any harm? Tainted lies the circle now. They who thirst for the gore of men shall come. God's willing, they will be few, and the Pella shall finish the rite. Okay, go weiter. Das heißt, if you want to continue, I'm ready. Wir nehmen jetzt einmal das Good Spectre folk, Oil. We must the eve complete. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is gloom. Schau mal, wie das jetzt something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. All is quiet, all is gloom. What peeps in the darkest gloom? Wraiths! Wraith, I do it. This sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run. Stopp. Es ist immer eine halbe Sekunden Verzögerung. Das reicht, dass da schon den Arsch aufreißen. Spectre Oil. Hürden. Oh, leck mich am Arsch! Au! Die scheiß Meier! Ah, guck, komm hin! Ah, das hat sie ausgezahlt. Komm her da. Der Pella kämpft gegen einen Wraith allein. Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back, likely to keep his word. Old man Ambrose, the Pella fears not. The Wraith called you patricide. Das stemmen die Gerüchte. That Wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. You've gotta do something about this. Das geht nicht von logic. You can't hope to manage this alone. You're afraid. That's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to, but I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine. I'll find his body, see what I can do.
Das ist aber sehr dehnbarer Begriff. The Swamp. So, jetzt looten wir da mal ordentlich durch. Das war jetzt vergleichsweise einfach. Also im Vergleich zu dem blöden Fährwolf. So, da haben wir jetzt einiges zum Looten. Hoffentlich haben die die Menschen, also die Hexenjäger, coole Waffen dabei. Oder gar nichts doch. Sicher. Na, siehst. Witch Hunter Sword. Was sind da für Haufenweise? Gute. So ein Witch Hunter erwischt, den ich gar nicht kapiert hab. Die Maus geht mir so am Sack. Ja, das war's, oder? Ja, das war's. Find the body of the palace father in the swamps using witches' senses. Ja. Nur, Nermerheit. Wir werden jetzt zurück noch. Wie fahren wir denn? Oreton. Da, wie fahren wir? Und, Moment. Markieren war nicht schlecht. Oreton. Marke rein. Und da werden wir dann rasten für die Nacht und da werden wir dann die Episode beenden für die Nacht. Was haben wir denn erledigt? Wir haben die eine Quest für die Kirin Metz erledigt, die verlorene Lieferung. Und wir haben den Peller beim, ja, gerade eben Beschwören der Toten, oder nicht Beschwören, beim Höfen der verlorenen Seelen für den Vorvaters Eve geholfen. Also eigentlich zwei nette Sachen, die uns hoffentlich equipmenttechnisch und powertechnisch dem Fairwolf wieder ein Stückchen näher bringen. Ich finde das lächerlich, dass der erst Level 5 Action ist. Wir sind mittlerweile Level 8 und ihr habt noch immer keine Chance gegen das dumme Stück. Schön ruhig ist da jetzt, ja, was ist? Auspacken. Sehr langsames Auspacken. Das ist ein Schiff, ein kleines Ruder, ein kleines Segelboot, ein Jetski. Der Mond ist riesig und voll. Vielleicht ist das der Grund, warum wir den Werwolf nicht abblasen, wenn wir immer bei Blutmond gegen das Ding vorgehen. Es ist ja schon einmal. Warte mal, jetzt muss ich doch direkt schauen, ob der jetzt im Glossary Books and Scrolls. Ja, ist schon gut. Ich hab nach wie vor keinen Eintrag für einen Werwolf. Das ist irgendwie, stinkt die ganze Garde nach Bug, wenn es mich fragt. Und das muss Allerton sein. Das ist das, die Ortschaft, wo der Lover von der Annabelle, dem Pester von Fag Isle, gelebt hat, da links. I remember. Ich weiß aber nicht mehr, wie er gewesen war. Gerlinde wahrscheinlich. Das ist das Venedig der Sümpfe, wo wir da jetzt sind. Ja, komm, steig aus. Passt schon. Ist ja gut. Kannst aussteigen. Schauen, ob wir da irgendwas finden. Das schaut mal nach Schmiede aus da drüben. Ist es auch nur die Schlafenrolle. Und das ist auch ihr gutes Recht. Ich werde mir da jetzt vors Haus setzen beim Schmied. Du bist definitiv. Oh, schau. Haben wir ja was wach ist. Es ist Milan rein, Milan Noran. Wo wird Nevid einen Reigmeider in Byways in Sertelad? Nein. Da vorne hat es ein neues Projekt, das muss ich auch noch anschauen.
So, was haben wir noch? A nursery rhyme. A lonely ear doth forest hear a hand with marks, the lady harks. Request from Anora. Listen here, my man, Johannes left me in a pack of nippers, took whatever valuable he could carry and walked off, without a word about where to. If your path crosses, his spit in his face for me, Anora. Man need it. Gods almighty, I can't stand another minute of it. Every lass around has got a man save me. So if you're somewhat young and handy, able to plow a field and don't drink overly much, and most importantly of all, in need of a wife, then come see Helenda, and we'll both find what we're looking for. Let all read and know. Yesterday, from Notrada, popped her clocks. For long years, she'd pled on our pity, begging for arms and to do as a lone widow without kin. Yet, 'twas all lies. We went to ready her body for burial, and lo and behold, behind her stove sat a sack bursting with grain, beans, and peas, and next it a satchel of dried apples and mushrooms. Ja, reich, 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 reich. We summoned the elder man at once and decided as follows. The food will parcel out to everyone in the village, and Notranda will deny a proper burial, tossing her into the swamp with a stone to her legs instead, so that she may never know peace after death. Super, danke, super. Let this be a sign to all who steal for themselves at the cost of others and hide food from the rest of the village, while covering it up with lies. Such shall be cursed by gods and men, und on contract the missing soldier. Let it be known that the Imperial Army is in need of a man who knows the area, a hunter or a scout, for example, to help us find a missing patrol. It is possible the soldier fell prey to a monster. If this suspicion is confirmed, anyone delivering the beast's head will be paid a reward by the undersigned. Address any and all questions to the same individual. Glory to the Emperor, Milan Noran, commander of the division station in Oriton. Okay, das nehmen wir. Und Scribbler needed. Scribbler for the writing of notices needed, pay in crops and victuals. Okay, notices. Notices. Der kann nicht wirklich schreiben. Das ist der Contract, den haben wir gerade gelesen. Mit dem können wir ja nur reden. Da steht nämlich gerade drin, der Milan Nolan oder wer heißt. Nilfgaardian, eine Mischung aus Deutsch und eigentlich Mittelhochdeutsch. Is it true? Northern women bathe but once every three moons. Ja, ja, so regiert es an. What brings you here? Hear about the contract, my lad. Saw your notice. Can anyone tell me about the monster? I can. The patrol has been lost, somewhere along the south shore of Lake Windomer. We must know why. What makes this witcher's work? Some brickmakers live south of here. They call their village Byways, almost empty now. Many have run away. They speak of a monster which kills. Redanians do not patrol there. That would be foolish. And robbers do not attack Imperials. That would be even more foolish. This leaves one option, a monster. You must learn what happened to this patrol. The Empire places great value on the lives of its soldiers. Do this, learn well what happened. The reward will be proper. Okay. Deal. I'll see what happened to your patrol, whether there really is a monster in Byways. Good, good. Mach mal, die Sonne geht auf und wir gehen liegen. Und wieso sind schon wieder die Huts weg? Es ist so furchtbar, ich weiß nicht, was da mit die Bugs los ist. Ich hab früher das Problem nie gehabt. Hey, da ist er schon, der Schmied. Hallo Schmied. Yeah? Ich hätte gern was verkauft, wenn's recht ist. Let me see what you're offering.
Ja, das Superschwert. Oh! Oh, yes! Ganz dringend her damit, not enough Kohlenhydratur. Wie viel brauche ich denn dafür? Was wir denn haben dafür? Wo steht denn das? 365, da habe ich weit zu wenig. Ich will irgendwas anderes noch verkaufen. Schau, was ich geile Sachen hab, die kennen alle. Amethyst Dust. Ja, es tut mir leid, weg damit. Ich brauch das Schwert jetzt. Ich will schließlich einen Werwolf verdreschen. Jetzt hat Erde aber nur gehört. Hydrator! Geht's das hier aus? Ja, es geht's hier aus. Juhu! So. Anlegen. Moment. So long. Anlegen. Das gleich wieder verkaufen. Yeah. Yeah. Let me see what you're offering. Jetzt sind wir wieder im 300er Bereich ungefähr. So. Und dann. Gibt's da sicher noch mehr, was der haben will? Ja, Amethysten Staub. Damit. Monster Brain, also Crafting Components, sind alles Crafting Components, wollte ich gerne noch schauen. Aber so Sachen wie Sapphire Dust. Ach, das ist halt alles. Ja, und jetzt ist er wieder pleite und ja, aber egal. Müssen wir was reparieren ganz dringend? Nicht wirklich 96, 98, 91, 98, ist alles gut. Well. Und jetzt haben wir endlich ein geiles Silberschwert und damit sehe ich meine Chancen beim Unfairwolf schon ziemlich steigen. So, dann brauchen wir noch irgendwas Burning, irgendwas was Sun Intensity, irgendwas aufs Schwert. Freeze, Stagger, Piercing, Adrenaline, Poison, Attack Power, Bleeding. Bleeding ist gut. Bleeding ist gut. Bleeding macht nämlich, unterbricht die Regeneration und alles, was die Regeneration unterbricht, ist würdig und fucking recht. Ah. Ich freue mich, endlich Fortschritt in Witcher 3, equipment-technisch, meine. Und hätte man nicht den blöden Peller in Falk Isle unterstützt, wäre man nie auf die Idee gekommen, einen Alright Knights kaufen, weil das Schwert ist großartig. Müssen wir uns nochmal anschauen. Gwennell. Ein hübsches Teil. Das hat nämlich 4% Bleeding schon. Nochmal 4%, sonst 6% Bleeding pro Schlag. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht gegen regenerative Gegner. Also Gegner, die mal ordentlich durchregenerieren. Okay, Plan fürs nächste Mal. Warte, schauen wir zuerst unsere Position auf der Karten an. Wir sind hier. Da drüben ist die Whispering Hillock. Plan fürs nächste Mal, wir schauen gleich, ob wir denn. Warte, also Shopkeeper gibt es auch noch. Machen wir alles nächstes Mal. Wir schauen gleich, ob wir den Werwolf nicht erblasen mit dem neuen Schwert. Das hat ungefähr. Ungefähr doppelt so viel Damage wie das alte. Und Bleeding. Also ein Mastercrafted Item. Ich freue mich. Und noch einmal schauen, was hat denn das andere eigentlich? Das ist ebenfalls Mastercrafted. Das ein Stahlschwert war natürlich auch nicht schlecht. Ne? Deshalb, wenn wir schon mal da sind, jetzt kann ich mich kaum noch beherrschen. Let me see what you're offering. Mit Stahlschwert aber der Hand. Das sind die, ich verkauft habe. Kaviri Cutlass. Ah, das ist toll. Orion Sword. Das ist 98. Bis 98. Common. Nein, nicht so toll. Was hat er denn für Rezepte? Skellige Longsword. Navigant Longsword. Temerian Poinard. Nein, das passt schon. Navigant Longsword mit Critical Hit Bonus.
Kostet mir 7, das müssen wir auch noch nehmen. Das nehmen wir auch noch, komm. Do it. Und dann verkaufen wir gleich wieder was von dem alchemistischen Zeug. Ruby Dust oder Diamond Dust. Weg damit. Ja, so viel wie er halt kann. Farewell! So long. Schwertwechsel nicht vergessen. Und das andere Schwert verkaufen wir ihm gleich wieder. Yeah. Wahnsinn, dass er ausgibt mit seiner Kohle. Was ist wahrscheinlich mit der Fächerin. Doch, für einen Zehner nimmt das nur. Gut. Okay. Ist geponkt. So long. So, aber jetzt ein mehr als freudiges Auf Wiedersehen aus dieser Episode von The Witcher 3 Wild Hunt. Freu mich schon auf den nächsten Versuch durch einen Unfairwolf durchzukommen. Und hoffe, ihr habt die diesmalige Episode genossen. Es war. Ja, eigentlich ganz nett. Höhepunkt, meiner Meinung nach, definitiv der Vorfall des Eve auf Falk Isle. Wieder mal. Falk Isle stellt sich da als totaler Nexus der Action aus, schon langsam in Wedel. Ja, vielleicht war es das jetzt aber auch mit Falk Isle. Ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr erinnern, ob da sonst was kommt. Okay, ich wünsche euch eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Und einen schönen Fasching, falls irgendwer von euch drauf steht, was ich nicht hoffe für euch. Und sag. Ich denke, Riley out.